Ist irgendwelche Schränke, in denen man sich verstecken kann? Nein. Das kann doch nicht dein Scheiß Ernst sein, oder? Ja, ich will dir aber nichts sehen von dir. Wie kommt man denn hier? Lass mich doch einfach mal. Wie funktioniert das denn, Mann? Ich hänge jedes Mal fest. Oder sowas. Außer ich müsste ihm quasi entgegenrennen. Und dann versuchen zu flüchten. So, ich meine, wir wissen ja, wie wir die Pumpe anschalten können. Dann können wir wegrennen. Oder wir versuchen uns jetzt einfach mal schnell hier durchzubewegen. So, dass er von uns nicht wirklich was mitbekommt. Hier haben wir Sachen zum Verstecken. Dann verstecken wir uns doch jetzt hier einfach mal. Und schauen mal, ob er hier auch vorbeikommt. Ich glaube, da ist er auch gerade schon. Einfach verschwunden. Ich glaube, ich muss vor ihm jetzt gleich einfach wieder wegrennen und mich verstecken. Und dann diesen Schaltkreis ziehen, aber da ist halt sonst nichts in der Nähe, wo man sich irgendwie verstecken könnte. Also hinter der Tür zu verstecken ist doof. Wir müssten höchstens versuchen, dann anderweitig irgendwie an dem vorbeizukommen. Vielleicht können wir uns hinter den Regalen verstecken und mal versuchen, da irgendwie noch eine Möglichkeit zu finden. Das lesen wir erstmal noch schnell unsere Notizen durch. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Okay, die ganzen Dokumente haben wir schon gelesen. Der geht nach da hinten, wo wir auch hin wollen. Hey Jax. Bin gerade dabei, mich zu verstecken. Und wir spielen es direkt, ja. War vielleicht ein Fehler, man weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, ob er aktuell auf der Suche nach mir ist. Er ist in der Nähe. Wieso macht er das mit mir? Ich will einfach nur noch zu diesem blöden Schaltkreis kommen, um den Generator neu starten zu können. Aber er scheint zumindest hier nicht aufzutauchen. Ich glaube, wir kommen hier heute nicht mehr raus. Wir versuchen jetzt einfach mal was. Wo ist denn jetzt überhaupt der Ausgang? Okay, Teil 1. Und jetzt müssen wir nur noch zu diesem blöden Schaltkreis kommen und dann müssen wir es noch irgendwie schaffen, da wieder wegzukommen. Aber wo ist der? Der war doch irgendwo hier, oder? Electric Room. Und hier kann man sich tatsächlich überhaupt nirgends, oder? Doch, hier ist ein Versteck. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Okay. Dann erstmal verstecken und beobachten. Weil der wird mit Sicherheit jetzt gleich wieder hier auftauchen. Hier war keine Mietskatze, nein, genau. Geh einfach wieder. Es wird alles gut.
Oh oh. Andere Richtung, andere Richtung. Hallo. Schöne Füße hast du. Ich werde hier gerade ganz schön Batterien verschwenden. So, jetzt geht er nämlich wieder nach hinten. Dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir jetzt hier schnelle Generator angeschmissen bekommen. Und dann flüchten können. Ah, shit. Hier ging es nicht weiter. Ah, verdammt, warte, hier war doch irgendwo ein Loch in der Mauer. Gut reagiert, ja, ich hab geübt, Jax. Das war, glaube ich, der dritte Anlauf, weil ich mich immer hinter den Türen erstmal versteckt habe und dann nicht mehr wegkam. So, aber es ist wenigstens wieder ein bisschen Licht. Das entspannt schon mal ein kleines bisschen. Aber der Dicke, der ist immer noch hier irgendwo. Aber wahrscheinlich ist das jetzt hier auch kaputt oder so, ich weiß es nicht. Hätte jetzt ja auch niemand erwartet, sowas. Yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Komischer Typ. Schon ein bisschen arg hell jetzt. Das könnte ein Patient sein, dieser komische Priester. Vergiss nicht, dass Notizen in deinem Notizbuch nur dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. He did not kill his enemies. Okay, das heißt, es ist also insgesamt eigentlich clever, den Camcorder immer laufen zu lassen. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Hallo? Oh, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Was zum Henker ist hier los? Was machst du denn? Du siehst auch ein bisschen creepy aus. Und ich mache mich noch lustig drüber. Das wird mit Sicherheit schief gehen.
Sollten wir deine Zelle vielleicht zumachen? Aber ich kann mich hier auch doch verstecken, ne? Genau, ja. Einfach nur mal so ein bisschen die Versteckmöglichkeiten ausloten. Nee. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Das finde ich auch sehr unhöflich. Warum rennt da jetzt schon wieder so ein Freak rum? Ja. Unter Umständen? Es gibt halt wirklich ausreichend viele Versteckmöglichkeiten. Die Frage ist nur... Au! Tut dir doch nicht weh. Sollte man sie wirklich brauchen? Ich hoffe ja nicht... Och, Junge, mach doch nicht. Was haben die denn mit den Leuten gemacht? Waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. The voices, they pulled me back. No more sleep. Ja, vielleicht hätte ich einfach ein bisschen langsamer aufmachen sollen. Hallo? Hier ist aber auch nichts. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Ah, hier ist jemand ausgebrochen. Hallo? Bin ich sick? Ihr macht ja den Quatsch. Okay, zumindest sind wir jetzt wieder eine Ebene weiter oben. Danke. So, in die Duschen kommen wir vermutlich nicht rein, aber hier können wir weitergehen. Sind schon wieder zu viele Fußspuren für meinen Geschmack. Okay, wir können über die Kante, können wir rüberlaufen, aber wir gucken jetzt. Wahrscheinlich ist eh abgeschlossen, ne? Okay. Das vereinfacht die ganze Geschichte natürlich ein bisschen.
So, die beiden Freaks sind... Ich will nicht auf dich warten, danke. Ich bin ja ungern unhöflich, aber ich gehe einfach mal weiter. Folge dem Blutspuren zum Ausgang. God always provides a way, follow the blood. Naja. Irgendwo hier eine Batterie vielleicht? Nein. Ich glaube, auf Albtraum wird es halt richtig hart, wenn man dann nicht mehr genug Batterien findet irgendwann. Down the drain. Das glaube ich ihm irgendwie nicht. Können wir erstmal wieder ein paar Dokumente lesen zum Durchatmen. Helen, Dr. Zeichner hat mir Ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient, Martin Archibald. Was? Achim Baut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Glutzapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ja, es gibt halt keinen anderen Weg, ne? Ach Mann. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Okay. Ich bin trotzdem neugierig. Wir gucken erstmal, was sich hinter dieser Tür da verbirgt. Bevor wir zu diesem Menschen mit dem Baseballschläger gehen. Darf ich mich hier auch verstecken? Da darf ich mich auch verstecken. Das beruhigt mich tatsächlich ein bisschen. Wir haben nämlich hier zwei Schränke. Und noch das Bett zum Verstecken. Wir haben aber sonst leider keine Batterien mehr hier. Dann gehen wir halt doch mal zu dem Insassen mit dem Baseballschläger. Wir werden nicht drum rumkommen.